Finde alle Lösungen dieses Gleichungssystems mit unbekannter x, y, z, wenn x, y und z reelle Zahlen sind. Da hier durch x geteilt wird, hier durch y geteilt wird und hier durch z geteilt wird, dürfen x, y und z nicht 0 sein. Also x, y und z sind reelle Zahlen, aber verschieden von 0. Wir nummerieren die Gleichungen des Systems so und ziehen von der Gleichung 3 die Gleichung 1 ab. So erhalten wir 1 auf x minus x plus z minus 1 auf z gleich 3 minus 3, also 0. Woraus wir schließen, dass 1 auf x minus 1 auf z gleich x minus z ist. Links machen wir diese zwei Brüche gleichnamig und setzen dann diesen gemeinsamen Nenner rechts rüber, wo er multiplizieren wird. So. Jetzt setzen wir z minus x an dieselbe Seite des Gleichheitszeichens wie dieses Produkt und erhalten, dass diese Summe gleich 0 ist. In dieser Summe können wir x minus z ausklammern und somit finden wir dieses 0-Produkt. Wenn wir von Gleichung 2 die Gleichung 1 abziehen, so erhalten wir diese Gleichung und auf genau dem gleichen Weg ergibt das, dass dieses Produkt 0 sein muss. Das ergibt also 4 Fälle. Dieses Produkt muss 0 sein und dieses auch, führt zu: erster Fall, x minus z ist 0 und y minus z auch. Zweiter Fall, x minus z ist gleich 0 und yz plus 1 auch. Dritter Fall, xz plus 1 ist 0 und y minus z ebenfalls. Vierter Fall, xz plus 1 ist 0 und yz plus 1 ist auch 0. Im ersten Fall ist x gleich z und y auch gleich z. Also ersetzen wir im Gleichungssystem x überall durch z und y auch. So erhalten wir diese drei Gleichungen und erkennen, dass das dreimal dieselbe Gleichung ist, die zu 2z plus 1 auf z gleich 3 führt. Wir machen hier alles gleichnamig und somit stoßen wir auf diese Gleichung zweiten Grades mit unbekannter z. Falls diese Gleichung zwei Lösungen hat, muss die Summe der Lösungen 3 halbe sein und das Produkt der Lösungen 1 halbes sein. Hier kann man schnell raten, dass es sich um 1 und 1 halbes handelt. Wenn z 1 ist, dann muss x auch 1 sein und y auch. Und so finden wir die Lösung 1, 1, 1. Wenn z ein halbes ist, dann ist x auch ein halbes und y ebenfalls. So erhalten wir also diese zwei Lösungen 1, 1, 1 und ein halbes, ein halbes, ein halbes. Im zweiten Fall ist x gleich z und y gleich minus 1 geteilt durch z. Also ersetzen wir im Gleichungssystem x überall durch z und y überall durch minus 1 auf z. So erhalten wir diese drei Gleichungen. Aus der ersten Gleichung schließen wir, dass z 3 sein muss. Aus der zweiten Gleichung schließen wir ebenfalls, dass z 3 sein muss und aus der dritten Gleichung auch. Also wissen wir, dass z gleich 3 ist. Demzufolge muss x auch 3 sein und y muss minus 1 Drittel sein,
Daher diese dritte Lösung, 3 minus 1 Drittel, 3. Im dritten Fall ist x gleich minus 1 auf z und y gleich z. Also ersetzen wir x überall durch minus 1 auf z und wir ersetzen y überall durch z. So erhalten wir diese drei Gleichungen. Die erste Gleichung führt zu z gleich 3, die zweite auch und die dritte auch. Also muss z 3 sein und demzufolge muss x minus 1 Drittel sein und y gleich 3 sein. Daher diese vierte Lösung, minus 1 Drittel, 3, 3. Im vierten Fall ist x gleich minus 1 auf z und y auch. Also ersetzen wir x überall durch minus 1 auf z und y ebenfalls. Das führt dann zu diesem Gleichungssystem. Aus der ersten Gleichung schließen wir, dass minus 1 auf z gleich 3 ist. Das bedeutet, dass z gleich minus 1 Drittel ist. Aus der zweiten Gleichung schließen wir genau dasselbe und aus der dritten auch. Also muss z minus 1 Drittel sein. Demzufolge muss x gleich 3 sein und y auch. Daher diese fünfte Lösung 3, 3 minus 1 Drittel. Wie es sich gehört, sammeln wir diese fünf Lösungen in eine einzige Menge, die Lösungsmenge von diesem Gleichungssystem.